Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss ich ja fast zu Herrn Lohn sagen, da haben Sie aber ganz schön tief in die parlamentarische Trickkiste gegriffen, dass Sie hier doch tatsächlich einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Ich will einleitend sagen zu dieser Debatte und jetzt ernsthaft, jede Beamtin, jeder Beamte, der in Ausübung seiner oder ihrer Tätigkeit verletzt wird, ist einer zu viel. Ich denke, darin sind wir uns alle einig. Wir stehen in der Verantwortung durch beste Ausbildung und Ausstattung unserer Einsatzkräfte dafür zu sorgen, dass die Gewalt eingedämmt wird, dass wir dazu bereit sind. Das haben wir unter anderem auch im vorigen Tagesordnungspunkt gezeigt. Das hat sich aber auch in der Verstetigung der Einstellungsermächtigungen gezeigt. Ich sage es gerne, von 2000 Neueinstellungen im Jahr, wie wir sie jetzt bis 2023 verstetigen, konnte die nordrhein-westfälische Polizei in ihrer Zeit nur träumen, meine Damen und Herren von der CDU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ausschuss waren wir uns alle einig, dass der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion von der grundsätzlich richtigen Intention ausgeht. Allein das muss man dann eben auch rechtlich sauber umsetzen. Und da haben wir tatsächlich dann auch im Sachverständigengespräch einige Punkte bekommen, wo das dann eben nicht in der notwendigen Art und Weise umgesetzt war. Ich will da gerne daran erinnern, dass wir uns im Sachverständigengespräch sehr ernsthaft mit dem Gesetzentwurf auseinandergesetzt haben. Ich will auch sagen, nicht ohne Sympathie. Es sind aber zahlreiche Punkte in der Anhörung vorgetragen worden, wo ich sagen würde, wenn man es dann mit dem eigenen Gesetzentwurf ernst meint, dann hätten die angepasst werden müssen jetzt zur zweiten Lesung. Und ich nehme an dieser Stelle zur Kenntnis, dass es der CDU offensichtlich so wichtig dann doch nicht war. Sonst hätten sie sich mit den Schwächen auseinandersetzen müssen. Die Sachverständigen, auch übrigens der Abteilungsleiter aus Bayern, den sie ja versucht haben, ein Stück weit als den Kronzeugen ins Feld zu führen, konnte die Schutzlücke nicht klar herausarbeiten. Noch deutlicher ist er geworden bei der fehlenden Angemessenheitsprüfung. Die wurde ja ebenfalls von dem Ministerialdirigenten aus Bayern kritisiert, gerade vor dem Hintergrund des Systembruchs, den wir da ein Stück weit herausarbeiten konnten. Dieses Problem wurde von allen Sachverständigen so gesehen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass Sie dann hier eine Lösung dafür vorschlagen. Und Sie haben auch keine Antwort auf die Frage gegeben, wie wir sie aufgebracht haben, wie Sie mit der Ungleichbehandlung von Beamten und Tarifbeschäftigten umgehen wollen. Das sind nur drei Punkte aus dem Beratungsverfahren. In einem Beratungsverfahren, wo wir uns eigentlich alle einig waren, dass die Intention absolut richtig ist, aber bei der konkreten Umsetzung sind wir dann an dieser Stelle eben nicht zusammengekommen. Vielen Dank.